Der Roman Über die Berge und über das Meer erzählt die Geschichte von zwei Jugendlichen aus Afghanistan namens Soraya und Tarek, die beide ihre Heimat verlassen müssen und sich auf einen ja, wirklich sehr, sehr harten und langen Weg nach Westen machen. Erst in diesem Moment begreift Soraya, was dieser Abend für sie bedeutet. Sie wird ihre Familie verlassen, das Dorf, ihre Heimat. Sie wird alles verlassen, was sie kennt und was ihr lieb und teuer ist. Und es ist seltsam. So sehr sie ihr Dasein in den letzten Wochen auch verflucht hat, so verzweifelt und verlassen sie sich gefühlt hat, bis hin zu jener verrückten Tat in der vergangenen Nacht, als sie versucht hat, sich im Teich zu ertränken. So sehr hat sie jetzt plötzlich das Gefühl, ohne ihre Familie ein Nichts zu sein. Etwas vollkommen Wertloses, wie ein vom Baum gefallenes Blatt, das vom Wind durch die Gegend getrieben wird. Sie lässt ihre Mutter los und setzt sich aufrecht hin. Der Gedanke an das einsame Blatt hat etwas unendlich Trauriges. Auf der anderen Seite, irgendwann wird sie ihre Familie ja doch verlassen müssen. So wie ihre Schwestern. Der Tag kommt nun einfach früher, als sie es vermutet hat. Sie denkt an die vergangene Nacht zurück, an das eiskalte Wasser, an ihre Sehnsucht, allem ein Ende zu setzen. Ist das, was hier geschieht, nicht fast wie eine Antwort darauf? Liegt sie nicht plötzlich und unerwartet vor ihr, die Chance, diesem trüben Dasein zu entkommen? Die Vorstellung, so weit vorzugehen, erschreckt sie. Natürlich, es wird schmerzen. Möglicherweise so sehr, dass sie es kaum aushalten kann. Und es wird gefährlich sein. Gefährlich und einsam und fremd. Aber vielleicht ist es das Beste, das ihr passieren kann. Es ist gut, dass ich nicht im Wasser geblieben bin, denkt sie. Niemals wird sie jemandem erzählen, was letzte Nacht geschehen ist. Sie hebt langsam den Kopf. Dann blickt sie von einem zum anderen. Ja, sagt sie. Ich werde gehen.